Willkommen zu Station Yas, mein Name ist Matthias und wir programmieren uns heute mal eine kleine Starterbase und die beinhaltet Druck für den Raum, sie beinhaltet Temperaturregelung, kalt und warm. Ich habe jetzt, damit es schnell geht, 5 Wall Heater und 4 Wall Cooler eingebaut. Dies müsst ihr nicht so machen, für eine Starterbase reichen 1 oder 2 Wall Heater und 1 oder 2 Wall Cooler. Nur damit wir einen Unterschied sehen, habe ich das so gemacht. Viele, die mich kennen, die kennen ja schon meine Technik mit den Passivants. Die sind alle verbunden, damit der Raum überall die gleiche Temperatur hat, beziehungsweise ihr müsst euch das so vorstellen, euer Raum ist ein Aquarium und ihr packt hier Wasser rein und das schwippt und schwappt das die ganze Zeit hin und her. Und wenn wir den Sturm ausmachen, wäre das angenehm. Und wenn das die ganze Zeit hin und her schwappt, ist das ein bisschen störend, auch für den Gassensor oder sonst was. Deswegen habe ich in jedem Frame am Rand ein Passivvent, der verbunden ist mit dem Rohr, damit der Ausgleich direkt stattfindet. Das heißt, wenn jetzt hier Wasser reinläuft, in dem Fall Luft, Gas, geht das auch über die Passivvents hier hinten hin. An dieser Seite habe ich jetzt mal keine Passivvents, weil hier oben geht ein Kabel lang und das Kabel brauchen wir für die Herrschaften hier. Hier unten drunter geht ein Rohr lang, wo die Wallcooler verbunden sind. Das sind ganz normale Pipe-Radiatoren, die ich hier ran verbunden habe an dem Rohr für die Wallcooler. Die Wallcooler wollen nämlich ein bisschen Gas haben. Es ist egal, welches Gas ihr habt. Also wenn ihr eine Atmosphäre habt, saugt sie einfach an. Seid ihr auf dem Mars, ist es ideal. Seid ihr auf Europa, ist es auch ideal. Wobei, was will man da kühlen? Da will man eher heizen, ne? Wenn ihr auf Venus seid oder sonst was, sind die eher ineffizient. So, dieses Rohr will auch gefüllt werden mit Gasen. Da ist momentan nichts drin, weil wir wollen das ja programmieren. Die zwei Anzeigen sind verbunden mit dem hier. Da sehen wir schon keine Temperatur und keinen Inhalt. Dann haben wir ein Active Vent, der nur dafür da ist, dieses Rohr zu befüttern. Wir werden in dem Rohr 5 MPa reinfüllen und dieses System, was ich dann mit euch zusammen programmiere, wird so sein, dass es in einem Sweet Point stattfindet. Das heißt, wir müssen jetzt mal davon ausgehen, ihr packt da 50 MPa rein, weil ihr lange kühlen wollt oder sonst was. Dann ist es so, dass die Dinger den Raum kühlen, das Gas hier drin aber warm wird. Und wenn das Gas hier drin warm wird, dann dehnt sich das Gas im Rohr aus. Wenn wir jetzt also über 60 MPa kommen, dann platzt uns das. Ab 55 MPa oder 58 MPa fängt es schon so blöd an zu knistern. Das wollen wir nicht. Deswegen wird der Active Vent das regulieren. Er wird Gase einziehen, wenn zu wenig da ist. Wenn zu viel Druck da ist, wird er das Gas wieder auspusten, also weg damit. Ja, in unserem Raum haben wir gerade 36,76 kPa Druck. Ich gehe bei einem 100% Wert von 30 kPa aus. Der Raum ist viel zu kalt. Wir müssen den erhitzen. Hier haben wir unseren Gassensor. Und der Kollege hier, der macht das gleiche wie dieser, nur für den Raum. Das heißt, wenn wir den Raum erhitzen, bei minus 23 Grad, 36 kPa, kommen wir wahrscheinlich auf jeden Fall über 100 kPa hinaus. Und da wir sowieso sagen, wir wollen maximal 30 kPa haben, wird der das auch regulieren. Der wird das dann halt, was zu viel ist, wird der rauspumpen.
Da sind die Passive Fans, die sind mit dem verbunden. Er wird es dann halt rauspumpen, was zu viel ist. Auch die Heizungen oder auch die Kühlkörper werden einen Sweetpoint bekommen. Ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, die Temperatur vom Raum zwischen 22 und 24 Grad zu halten. Beziehungsweise, wir gehen eine Hausnummer höher und können hier die Gradzahl einstellen. Immer die Mindestgradzahl. Ja. Das heißt, wenn wir hier die Mindestgradzahl von zum Beispiel 20 Grad einstellen, dann werden die heizen bis 22 Grad hoch und gehen dann aus. Warum? Weil mich das selber stört, dass wenn es unter 20 Grad kommt, fangen die an, klack, gehen an. Haben 20 Grad erreicht, klack, gehen aus. Dann weicht 0,001 Grad ab, bumm, die gehen wieder an, bumm, die gehen wieder aus. Das möchte ich nicht. Deswegen arbeite ich mit diesen Art Sweet Points, wo wir uns drin befinden wollen. Das gleiche wird auch mit dem Wallcooler sein. So. Ja, fangen wir erstmal an. Wir werden erstmal dieses Rohr hier befüttern, natürlich automatisiert. Und dazu brauchen wir einen i10er. Ein Chip sollte uns reichen, da ist nichts drauf. So. Dann werden wir das jetzt mal programmieren. Als erstes vielleicht das Zeug auf den Schrauben packen. Das heißt, ihmchen heißt Active Vent Waste, so glaube ich. Ja, Active Vent Waste. Gut, den packen wir darauf. Hier kommt der P-Anna, also der Pipe-Anna Waste drauf auf D0. Dann kommt er drauf. Dann packen wir mal den Gassensor drauf und den Active Vent Room. Dann brauchen wir noch unser LCD Temp. Und so könnt ihr übrigens wirklich auch eure Base aufbauen. Ja? Ihr habt am Anfang ja nicht so viel Strom, deswegen baut nur ein oder zwei. Wenn ihr einen 3x3 Raum habt, reicht einer eigentlich aus. Dauert halt ein bisschen länger. Wenn ihr genug Strom habt, dann baut ihr halt zwei Wall Heater und zwei Wall Cooler und der Hase ist gegessen. Also da funktioniert das ganz gut. So, somit sind auch unsere Schrauben demnach alle verbraucht. Die Wall Heater und Wall Cooler werden dann im Batch ausgelesen. Ja, wir fangen an. Also, Pipe Anna Waste und Active Vent Waste. Machen wir das mal alias. Das ist auf D0. Der ist auf D1. So, Active Vent rum. Dann haben wir das LCD Temp für die Temperatur auf D4. Dann haben wir den Wahlschalter. Ah, der heißt Dial Temp. So, D5. Jetzt gehen wir als erstes hier mal hin und sagen unserem Dial die Mode 10. So, dann benennen wir hier noch einen Alias mit Temp Wert, die Temperatur, die wir gerne hätten, soll hier reinkommen. Und die soll ja selbstständig eingestellbar sein. Also L zum Wert. So, das bedeutet also, dass unser Wahlschalter, der hat jetzt hier nur zwei Möglichkeiten, entweder an oder aus. Wir müssten also am Plus oder Minus etwas einstellen. Das wollen wir ja nicht. Das soll automatisch gehen. Und deswegen Mode 10. Also schreibe auf den Dial, dass er 10 setzen soll. Lade
Das, was eingestellt ist, also das kann zwischen 0 und 10 sein. Die Setting. Ja. Dann machen wir, da wir nicht zwischen 0 und 10 Grad haben wollen, plus 20. So, dann gehen wir hin und sagen dem LCD-Temperatur, ich mache den erstmal so an, also sprich von der Programmierung aus. Wenn ihr den selbstständig an- und ausmachen wollt, braucht ihr diese Zeile nicht. Ich möchte das in Orange haben. Unser Temp möchte gehen wird. So, dann springen wir wieder zurück zu Loop. Das brennen wir jetzt hier mal drauf und gucken mal, ob es überhaupt geklappt hat. Na, guck. Wir können genau bis 30 Grad einstellen. Wobei, wenn wir 30 Grad einstellen und einen Sweet Point von plus 2 Grad haben, wären wir bei 32 Grad. Aber egal. Das haben wir also schon mal geschafft. Dann werden wir hingehen und uns genau diesen Kollegen vornehmen, die Auslesung und den Active End. Und da können wir am besten, machen wir genau, Read Temp Setting. Da machen wir einen JRA raus, damit das ein bisschen professioneller aussieht. Mit JAWL gehen wir jetzt in dieser Schleife, lassen eben das auf dem Display anzeigen und ja, das, was wir gerade auch gemacht haben, nur der Übersicht halber. So. Und hier machen wir Check. Waste. Cool. Pipe. So. Da machen wir erstmal wieder ein S. Und zwar den Pipe Anna. Falls der mal aus ist, aus irgendwelchen Gründen, dass der automatisch wieder angemacht wird. On 1. Der ist ja jetzt, wie wir sehen, der ist aus, deswegen können die Dinger auch nichts hier drauf lesen. So, wir machen ihn aus, weil es soll automatisch gehen. Und dann machen wir L, PANA, R0. Das bedeutet jetzt also, wir laden von dem Pipe Analyzer die Pressure, den Druck also, und schreiben das in R0 rein. Das haben wir jetzt auch so schon getan. Und jetzt arbeiten wir mit den Werten. Jetzt machen wir SLT, wenn kleiner ist. Als ich möchte jetzt, sage ich mal, wirklich nur 5 mpa in dem Rohr haben oder maximal 10 mpa, ist ja auch egal. Ihr könnt hier ruhig, was weiß ich, ihr könntet 50.000 eintragen. Es ist machbar, ja. Machen wir, lassen wir es so sein, ja. Also, wenn dieser Wert kleiner als dieser ist, bekommen wir hier auf R1 eine 1. Also R1 bekommt eine 1. Ist der Wert größer als dieser Wert, wird hier eine 0 drin stehen. Und damit arbeiten wir jetzt. Wir werden uns jetzt hier noch Alias anlegen, und zwar acvent.mode und Alias acvent.on. R14, R13.
Wir vergeben also das Register 14 auf diesen Namen. Ich fange hier immer oben an, anstatt bei 0 oder so, weil ich mit 0 und 1 bis 2, 3 immer gerne arbeite. So, jetzt brauchen wir den Select-Befehl. Active End Mode R1. So, was machen wir jetzt hier? Wir sagen, Select funktioniert wie folgt. Wenn wir hier eine 1 drin stehen haben, was hier abgefragt wird, also hier wird abgefragt, ist da eine 1 oder 0. Wenn da eine 1 drin steht, benutze diesen Wert und schreibe ihn hier rein. Ist hier eine 0 drin, benutze diesen Wert und schreibe ihn hier rein. Das ist ganz wichtig zu verstehen beim Select. Es ist nicht schwer. Aber nun. So, und jetzt machen wir ein STGT. Also wenn größer als ist. Und ich sage jetzt mal einfach hier bei 51 MPA. Das wäre wirklich unser Schwelllimit, unser Maximum. Da machen wir eine 0. Das bedeutet also, so ein Active End. Komm her. Hat eine Mode. Das ist Mode 0, das ist Mode 1. Einzug, rausblasen. Einzug, rausblasen. An, aus. Ja. Genau das gleiche machen wir nämlich auch hier mit unserem Kollegen von On. Also, ist der Wert kleiner als 50 mpa, setze Mode 1 und geh an. Ist der Wert größer als 51 mpa, setze die Mode 0 auf Rausblasen und geh an. Und jetzt bekommen wir ganz einfach eine folgende Option, die total einfach ist. Da machen wir uns das Leben gar nicht schwer und sagen SGT und SLT. Das heißt, ich habe das ja hier kopiert, habe das nach da gesetzt, habe das kopiert, habe den nach da gesetzt, habe einfach aus dem zweiten R1 ein R2 gemacht und habe die genau vertauscht, SGT und SLT. Also wenn größer als 50 mpa ist und wenn kleiner als 51 mpa ist, dann haben wir unseren Sweet Point erreicht und in dem Fall soll der Active End einfach ausgehen. Jetzt gucken wir mal, ob er das denn auch tut. Um ehrlich zu sein, bis da 50 mpa voll sind, wird es dauern, ne? Wir könnten jetzt drauf warten. Wir könnten aber auch. Machen wir es so. Damit. Sonst dauert das Video wahrscheinlich viel zu lange. Habe ich das jetzt überall richtig gemacht? Ja. Gut. Er ist angegangen. Pumpt aber noch nicht rein. Kann er auch nicht. Wir haben vergessen, ihm zu sagen, dass er es überhaupt machen soll. So, da müssen wir nämlich den Active End Waste nehmen. Die Optionen sind richtig gesetzt, nur ich habe es vergessen, auf das Gerät zu schreiben. Mode und S, Active End On. Dann kopieren wir uns den mal hier raus und kopieren uns den da raus. Und jetzt wird auch das Rohr dann gefüllt werden. Und da fängt es schon an. Sehr schön. Ja, der geht jetzt bis 5 mpa hoch und ab 5,1 mpa wird er wieder rausblasen. Wobei 5,1 mpa ist wahrscheinlich da zu gering. Da muss man halt realistische Werte nehmen. Nehmen wir größer als 6 mpa. Dann haben wir genau 1 mpa Spielraum. Sollte für unsere Zwecke gerade gut sein. So, das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Raum. So, Jaw. Check. Room.
Treasure. Hier wird das Ganze ein bisschen einfacher gehen. Jump RA. Also das bedeutet, springe dahin und mit RA springe genau an diesem Punkt wieder zurück und mache den nächsten. Das bedeutet dieser Befehlssatz letztendlich. Und hier lesen wir den Sensor Gas aus, beziehungsweise unseren Gassensor. Den müssen wir vorher nicht anmachen, glücklicherweise. Und hier machen wir einfach SGT R0. Größer als 35. Auch da haben wir wieder so eine Art Sweet Point. Ab 35 pumpen wir raus. 30, zwischen 30 und 35 soll er also haben. Da machen wir uns das Leben echt nicht schwer für den Raum und geben ihm genau den Befehl. Und sagen dann mit dem Active Vent Room S. Hier geben wir die Mode direkt vor. Das ist also nur unser Regulator. Wenn der Wert größer als ist, soll er angehen, ansonsten soll er nicht angehen. Das Ding wird nicht an- und ausgehen. Irgendwann hat er die Temperatur erreicht und dann bleibt das Gas so im Raum, wie es ist. Ja, deswegen wird er dann nicht ewig an- und ausgehen, das wird nur am Anfang passieren. So. Kokeln wir das hier drauf. Der wird dann gleich angehen und auch der blaue Schalter wird auf Rot switchen. Ja, hat er gemacht. Wir sehen jetzt also schon deutlich, er ist an- und ausgegangen, an- und ausgegangen. Aber das ist beim Raum jetzt wirklich irrelevant, weil wir irgendwann, wie gesagt, die Temperatur haben und somit auch das Gas im Raum. Dann geht er halt gar nicht mehr an. Sei denn, ich würde meinen Waste-Tank jetzt hier entleeren. Das kann ich natürlich machen. Dann pumpt er das auch wieder raus. Er hält also bis maximal 35 mkpa den Raumdruck. Haben wir auch geschafft. Cool. So, was bleibt uns denn noch übrig? Ach ja, die Temperatur. Dann gehen wir mal auf F1 und geben hier unseren Wandheizer ein. Wie heißt es? Wandheizung oder wie wird der hier? Ja, Wandheizung. Da wir den im Batch abfragen, brauchen wir den Wert. Und geben hier ein Define. Wand. Ja, wo soll ich das jetzt? Komm, machen wir es so. Wandheizer. Benennt es, wie ihr wollt. Das spielt keine Rolle. Joll. Room. Heizen. Ha, Deutsch und Englisch, wie schön. Ist egal. Benennt es, wie ihr wollt. Und hier prüfen wir das jetzt mit unseren Wall Heater. Da brauchen wir auch wieder unseren Gassensor. Anstatt die Pressure legen wir Temperatur raus, Temperation. Wir ziehen da unsere Kelvin ab, da ich gerne mit Gradzahlen arbeite. Und hier passiert jetzt Folgendes, damit ihr das nachvollziehen könnt. Wir laden in R0 die Kelvin ein von dem Gassensor. Und hier arbeiten wir mit dem Eingelesenen von hier, ziehen das ab und schreiben das wiederum in R0 rein. Das heißt, in diesem Register haben wir zuerst die Kelvin stehen, mit denen wir arbeiten und schreiben dann direkt da, wir überschreiben den Wert in Gradzahl. So. Funktioniert auch ganz gut, können wir so machen. SLT R1 R0 kleiner als das, was eingestellt ist. Das haben wir ja hier unten, unser Temp-Wert. Ist der Wert kleiner, in dem Falle als 20 Grad, dann soll ja unsere Heizung angehen.
Also, alias Heizer Work R12. Wir sagen also dem dann, dass er arbeiten soll. Mit auch Select Heizer Work R1 1 Heizer Work. So, und jetzt habe ich ja gesagt, damit die nicht an- und ausgehen, wollen wir so eine Art Sweet Point haben. Wenn wir 20 Grad einstellen, sollen die Dinger bis 22 Grad hochheizen und dann ausgehen. Und das erreichen wir, indem wir jetzt hier einfach ADD R0, R0, 2. Wir geben also einfach vor, 2 Grad mehr haben zu wollen. Und dann sagen wir hier SGT, wenn größer ist als der Wert R0. Und das ist falsch, weil wir müssen den Temp-Wert nehmen. So, wir müssen natürlich von diesem Wert ausgehen. Machen wir das so. R0, R2. Also, hab's gerade ein bisschen umgestellt. Mein Sohn ist auch reingeplatzt, egal. Wir sagen also den Temperaturwert, der eingestellt worden ist, auf dem hier, soll plus 2 sein und schreiben das in R2 rein und fragen ab, wenn R0 größer als R2 ist, bekommen wir hier wieder eine 1 und dann soll ja unsere Heizung ausgehen. So. Damit es spannend bleibt, bauen wir jetzt gleichzeitig unser Kühlsystem auf. Und dafür brauchen wir die Wandkühler. Wenn die denn so heißen, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, die heißen tatsächlich so. Patsch, kopieren wir uns die Hash-ID der Teile. So. Und jetzt lesen wir wieder die Temperatur von dem Gassensor aus. Machen ein Sub, R0, R0. 273.15. Wie gehabt. Und jetzt müssen wir sagen, wenn der Wert also zu größer ist, ja, als ein bestimmter, er soll ja zwischen 20 und 22 halten. So, das heißt also, wir machen ein Ihmchen hier, den benennen wir um R1, ist der größer als das, was angegeben ist, plus 4 Grad. In dem Fall ist es größer als 24. Dann soll er runterkühlen bis 22. So. Das wiederum erreichen wir ganz einfach, wenn wir jetzt hingehen. SGT, in dem Fall R2, wir arbeiten mit einem neuen Wert. R0. R1. Dann brauchen wir hier noch
unseren Cooler-Bereich. Select. Hat er nicht gemacht. Sehr schön. R2. Also ist er größer. Geh an. Ansonsten behalte den Wert bei, den du gerade hast. So, und jetzt machen wir das Ganze mit Sub. Wir ziehen jetzt hier wieder 2 Grad ab. Und sagen dann SLT R2 R0 R1, dann sollen die Wandkühler ausgehen. Das heißt, wir bewegen uns zwischen 20 und 24 Grad permanent. Je nachdem, was wir eingestellt haben. Wenn wir jetzt hier 25 eingestellt haben, bewegen wir uns zwischen 25 und 29 Grad. Das packen wir jetzt hier drauf und gucken, ob wir alles richtig gemacht haben. Scheinbar nicht. Da muss ich mal eben gucken, was denn da nicht stimmt. Natürlich. Was haben wir wieder vergessen? Überhaupt die Dinger anzumachen. Naja, nicht wir haben es vergessen, ich habe es vergessen. So, SB Wandheizer on. Das hier. Jo. So, und jetzt müsste das Ganze auch gehen. Dann das heißt, wir haben eine komplette Heiz- und Kühleinrichtung. Wir überprüfen unseren Waste-Bereich, wir überprüfen den Raumdruck. Hätten wir jetzt hier Räume links und rechts, links und rechts oder sonst was daneben. Und die wären alle mit diesen Passivvents verbunden, auch wenn da eine Tür ist, hätten wir überall die gleiche Temperatur und den gleichen Druck. Draufbrutzeln und gib ihn. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin in der Beta, das heißt die roten Dinger hier, die gehen nicht an, aber wir sehen hieran, dass die an sind und vor allem wir sehen es auch an der Temperatur, die jetzt ganz schnell nach oben geht. Ihr braucht wirklich keine 5. Das sind 5000 Watt, die jetzt gerade weggehen. Ich habe RTGs und kann mir das also leisten. Wenn ich jetzt im Live-Spiel wäre, würde ich das wahrscheinlich nur mit einem oder zwei machen. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber geht auch ganz gut. So, jetzt sehen wir schon, wenn er wieder über 35 kommt, er tickt da oben nach. Das Gas dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Das ist der Grund. Aber wir sehen ganz gut, wie die Temperatur hochgeht. Und jetzt werden wir es auch gleich ganz gut sehen, dass der da, der Active Vent oben, dass der einmal angehen wird, genau jetzt. Ja. Haben wir einmal die eingestellte Temperatur, plus 2 Grad natürlich. Immer bedenken, das was wir einstellen, plus 2 Grad, wird der hier auch nicht mehr arbeiten. Ja? Weil die Maximalausdehnung des Gases ist ja dann erfolgt, seitdem wir pumpen hier neues Gas rein. Im Übrigen habe ich hier jetzt keine Atmosphäre drin, ich habe die Marsatmosphäre einfach eingesaugt und gut ist. Ja? Also ich habe hier keine Atmosphäre, darum soll es auch nicht gehen in diesem Tutorial, in diesem Programmiertutorial. Es soll hier wirklich nur um die Gradzahl gehen. Wie man die am besten... Naja, am besten ist dahingestellt. Ihr braucht nämlich keine Wallheater. Ihr könnt das gleiche auch mit der Klimaanlage machen. Ihr könnt das auch mit Radiatoren machen, die halt weniger Strom brauchen und so weiter und so weiter. Also da kann man, ja, anstatt Wallheater können wir irgendwas anderes dafür verwenden. Das wollte ich damit nur sagen. Ihr müsst
also nicht so viel Strom verballern, wie ich das jetzt hier gerade tue. Wie gesagt, ich bin im Genuss der RTGs. So, jetzt haben wir schon 7 Grad. Und dann habe ich gleich noch ein Special vorbereitet. Hier oben drüber ist nämlich noch eine zweite Decke, die mit Glasscheiben ausgelegt ist. Und ja, ich möchte euch ja auch zeigen, dass wenn die Sonne draußen den Raum aufheizt, dass die Kühlaggregate hier angehen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt warten wir erstmal ab. Das dauert jetzt ein bisschen und außerdem brauche ich eine Batterie. Offensichtlich. Batteriestand kritisch. Ja, jetzt nicht mehr. Na, jetzt, ihr seht, die Temperatur geht sehr, sehr gut nach oben. So, so können euch übrigens nie die Scheiben platzen. Anstatt 35 kpa könnt ihr hier. Hopp, wo war's? Genau, Chic Room Pressure. Da könnt ihr ja auch zum Beispiel 95 eintragen. Wenn ihr zum Beispiel Pflanzen einbauen wollt, 22 Grad erreicht, die Dinger sind ausgegangen. Wenn ihr Pflanzen pflanzen wollt, haha, dann gucken wir mal. Ist egal, welche Pflanze wir jetzt da nehmen. Dann sehen wir hier schon, dass die Pflanzen einen Mindestdruck von 25 brauchen. Der Maximalwachstumsdruck von 200 kpa. Der ideale Wert ist aber ab 51 kpa bis 100. Da wachsen die Pflanzen also am besten. Ja, deswegen tracht einfach euer Raumdruck auf, bringt euren Raumdruck auf 55 oder meinetwegen 60 kpa und nicht über 95. Ja, das heißt also, ihr müsstet dann in diesem Fall hier 95 eintragen. Für Pflanzen zumindest. So, die Gradzahl ist erreicht. Es klappt. Jetzt gehen wir mal 1 Grad höher. Dann tut sich noch nichts. Tut sich auch noch nichts. Warum? Naja, wir sind über 22. Gehen wir auf 23. Jetzt würde er natürlich bis 25 hochheizen. Wollen wir aber nicht. Drehen wir wieder runter. Oder doch, wollen wir schon. Warte mal. So, machen wir jetzt mal 25, 6 und 27. Das sind ja dann 31 Grad. Das Rohr ist jetzt auch mittlerweile voll, nicht mehr als 5 mpa drin. Beziehungsweise nicht mehr als 6 mpa, entschuldige bitte. So. Die Dinger sind ausgegangen und jetzt, wenn ich jetzt runter reguliere, müssen die ja angehen. Das ist ja so sinnbildlich gedacht. Und das tun sie auch. Sie regulieren runter. Jetzt sehen wir schon, der Druck hier geht höher, weil die Temperatur hier drin einfach steigt. Wie gesagt, die kühlen zwar, aber machen das Waste heiß. Darum die Radiatoren, die den Waste wiederum runterkühlen. So, und der müsste jetzt bis 22 runterkühlen. Na, habe ich mich vertan? Ich habe mich vertan. Gut, jetzt haben wir Folgendes erreicht. Wir sind jetzt hier cool unterwegs. Die heizen, die kühlen und beide sind sahen. Das ist sehr, sehr schön.
Das hat geklappt. Ja, ich weiß, wo das Problem ist. Entschuldigt. Das müsste so stimmen. Warum verzettel ich mich denn da? Wir machen das ganz einfach. Ach so. Ja. Ja, okay. Er macht es wieder bis 22 Uhr on the top. Geht aus, das ist auch aus, okay. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe hier subtrahiert von dem Wert 2 Grad. Das heißt, hier wären 18 Grad. Also im Endeffekt, er hat versucht, auf 18 Grad runterzukühlen. In dem Moment sind die Raumheizer angegangen und haben das natürlich gegengeheizt. So wie der Code jetzt ist, müsste es funktionieren. Testen wir das nochmal ganz schnell. So, wir heizen jetzt hoch. Ihr seht schon, ihr braucht auch mehr Radiatoren hier draußen, weil die brauchen eine ewige Zeit, um da drunter zu kühlen. Die paar, die ich da angebracht habe. Ja, die brauchen wirklich sehr, sehr lange, um das runterzukühlen. Also mehr Radiatoren oder die größeren Radiatoren könnt ihr auch nehmen. So. Heizungen aus. Wir haben 29 Grad erreicht. Jetzt gehen wir mal wieder runter auf 20 Grad. Die müssten jetzt tatsächlich bis 22 runterkühlen und dann müsste der Braten gegessen sein. Und wenn das geklappt hat, dann heißt es, ich packe euch den Code in der Videobeschreibung. Ihr könnt es aber auch gerne selbstständig nachprogrammieren. Ihr habt jetzt gesehen, wie man ungefähr programmiert, wie man mit Sweet Points arbeiten kann. Ein paar Erklärungen sind gekommen und ich hoffe, dass das für euch soweit in Ordnung ist. Und wer sich damit nicht beschäftigen möchte, der kann einfach diesen Code übernehmen. Derjenige weiß ja dann, worauf es jetzt ankommt. Aus sind sie. Das heißt, wir bleiben immer zwischen 21 und 22 Grad. Sehr schön. Beziehungsweise zwischen 21. Nein, zwischen 20 und 24 Grad. Sweet Point ist demnach 22. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Matthias.